Guck mal, ich hab. Gehört das? Ich hab das gehört so. Oh mein Gott. Ja, also ich habe ja noch 2 Minuten Blindfisch, ne? Mein Controller konfiguriert. Oh, schade. Brauche einen Erwachsenen. Ich auch. Keine Ahnung, wird schon passen. Oh Gott, ich drücke einfach erstmal Steuerung angucken und dann so. Kein Problem. Oh, CDs. Ist das Sonic auf Droge? Das ist einfach Sonic auf Droge, oder? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das ist Sonic auf Droge. Oh Gott. Ist das Bild gerade so? Ha? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Was ist mein Ziel? Was ist die Story? Was sind das für Anzeichen? Ich hab keine Ahnung. Ist es gut oder schlecht, dass ich die Brille gerade nicht auf hab? Ich glaube, das ist... What the fuck? Herzlich willkommen zu Super Mario Galaxy 2. Die gelben Dreiecke sind meine Hitpoints. Ach so, okay. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe vor allem keine Ahnung, was das ist. Das passiert, wenn ich X drücke. Ich zerfalle dann in meine Einzelteile und setze mich wieder zusammen. Ausreichend CDs für... Ah, okay. Schade, ich muss meine Brille wieder aufsetzen. Okay, verstehe ich dadurch mehr Dinge? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob schnell oder langsam gut ist. Was ist das? Das macht mir Aua. Okay, habe ich schon mal verstanden. Da sind CDs, die brauche ich. Habe ich auch verstanden. Das habe ich allerdings weniger verstanden. Okay, das habt ihr sehr toll gemacht mit der halben Durchlässigkeit. Das funktioniert 1A. Also ich bin vom Game Design her tierisch beeindruckt. Ja, ja, doch, doch. Können wir jetzt nochmal 3 Punkte dazu haben? Das wäre stylisch. Steuerung. Sehr akkurate Steuerung. Ein Werbespiel, das weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß Norcas da mehr. Ist das Spiel irgendwie ein Hintergrund? Oder ist es einfach so? Ich bin auch niemandem böse, wenn er sagt, sorry Kitty, ich bin wieder da, wenn du mit dem Spiel fertig bist. Was? Wo? Existiert jenseits von Kategorien. Das ist okay. Das darf es. What the hell? Ich verstehe Dinge. Ja, okay, definitiv. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wie ich mich gegen Gegner wehre. Und woran ich erkenne, was ein Gegner ist und was nicht. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir sammeln einfach 69 CDs und dann haben wir gewonnen. Korrekt? Korrekt. Jetzt kann ich auch X nicht mehr machen. Kein Problem, Iggy. Schmünke muss auch nicht gucken, ne? Zur Not mache ich das im Discord. Ah, oh, ich bin wieder oben. Ah. Okay, okay, okay. Ich hab's im Griff.
Oh! Mehr CDs! Alle meine CDs! Die sehen so richtig schön nach alten CDs aus. So bunt und so. So wie früher die selbstgebrannten. Ich meine, was? Ich hatte nie selbstgebrannte. Was? Nein, Quatsch. Das Spiel ist visuell schon anstrengend. Ja, ich glaube, das Spiel mal keine Stunde. Okay, mein CD-Symbol leuchtet. Das bedeutet vielleicht, ich bin fertig mit den Nerven. Vielleicht ist da ja CDI bei. Ja. Das GDQ-Spiel. Ja, nee, bring mir mal schnell den Speedrun bei, dann ist es schneller vorbei. Ich weiß nicht, ob das Ziel... Oh Gott. Als ob ich hier irgendwas wiederfinde. Kann man Gegner angreifen? Oh Gott. Die Kamera greift mich an. Das reicht, glaube ich, schon so. Okay. Ja, vermute mal, dass ich vielleicht so... Ich weiß nicht, wo oben, wo unten ist und wo vorne ist. Das ist etwas schwierig auszumachen. Und wo geradeaus ist. Okay, kurz mal stehen bleiben, ja? Kurz mal stehen bleiben und atmen. Okay. Spielt das mal, wenn ihr betrunken seid. Have fun. Okay, okay. Und dann, früher wusste man ja noch nicht, ob man sich gute Spiele kauft oder nicht. Da hast du dir die Boxart angeguckt und hast gesagt, oh, das sieht aber aus wie ein cooles Spiel. Das kaufe ich mir jetzt mal von meinem Taschengeld. Beziehungsweise Mama und Papa kaufen es. Und dann bist du nach Hause gegangen, hast vielleicht sowas hier. Hast für mindestens ein halbes Jahr kein Videospiel mehr bekommen, neues. Und dachtest dir so... Cool. Cool. Fuck my life. Und dann hast du... Ja. Die eigenen Schwankungen in die Kamera aus. Ja, vielleicht. Also, hier passieren Dinge. Ja, das ist wie Final Fantasy XII. Es passieren Dinge und ich habe keine Ahnung. Vor allem verstehe ich überhaupt nicht. Ich sehe keine Logik in den Drehungen. Aua. Was für ein Wesen bin ich? Und will ich das hinterfragen? Oh Gott, ich krieg gerade. Okay, Guys, wir haben ein Problem. Ich krieg Motion Sickness. Wir können das, glaube ich, nicht besonders lange spielen. Das war ein gutes Golf. Mhm. Grim Tales? Ja, vielleicht kommt das ja, André. Das ist ja mit auf der Liste. Selbst wenn die Kamera gerade... Selbst wenn ich das Level gerade nicht hin und her drehe, ich kriege von diesem Spiel Motion Sickness. Weil, wenn du dich bewegst, verschiebt sich ja auch schon das Bild. Und das ist in diesem Spiel... Wieso habe ich jetzt ein Rad? Ich drehe gleich wirklich am Rad. Also zugucken fand ich nicht so schlimm. Ich habe ja mal ganz kurz rein... Power-Up. Ich will aber kein Power-Up. Jetzt bin ich wieder hier. Ich hab das Spiel nicht. Hab das Spiel überhaupt irgendjemand? Oh, mein Power-Up ist weg. Ich bin jetzt verwirrt, erst fang ich auch. Auf dich, André. Norkas? Wärst du böse, wenn wir das Spiel wechseln? Ich habe mir zwar vorgenommen, eigentlich wenigstens 20 Minuten pro Spiel zu machen. Das Problem ist, ich kriege Motion Sickness davon.
Das wusste ich vorher nicht. Beim kurzen Drübergucken habe ich gedacht, das geht schon irgendwie. Da sah das nicht so wild aus. Sorry. Großes, großes Sorry. Es tut mir leid. Ich hätte es gerne noch... Also gerne ist gelogen, aber ich hätte es halt, also für den Stream gerne noch gespielt. Aber ich glaube, wenn ich es noch länger spiele, kotze ich.